Herzlich willkommen beim Netzwerk Ethik heute. Ich freue mich heute, Christian Strohmeier begrüßen zu dürfen, den Geschäftsführer des ersten Bioradios Ego FM. Ja, und du hast ja quasi in Eigenengagement im letzten Krisenjahr die Gemeinwohlökonomie in eurem Unternehmen eingeführt. Und vielleicht, wie war deine Motivation dazu? Wie bist du dazu gekommen? Ja, ich wusste, dass diese Idee zu Ego FM passen würde. Soweit kannte ich den Sender dann schon und die Menschen, die dort arbeiten. Und ich wusste auch, dass dieses Thema einfach auf fruchtbaren Boden fallen würde. Und so war es dann auch. Mir war an der Stelle wichtig, dass das, was wir implizit immer schon gemacht haben als Sender, auch explizit darstellbar wird und für Menschen von außen nachvollziehbar werden kann. Ja, und hattest du da Vorbilder? Also nicht im Medienbereich. Ich war vorher 20 Jahre als Geschäftsführer im sozialen Bereich tätig und habe dort bei meiner letzten Anstellung auch eine Gemeinwohlbilanz für einen gemeinnützigen Träger von Kitas gemacht. Hatte also damit ein gewisses Maß an Erfahrung und mir ist die Idee der Gemeinwohlbilanzierung für Unternehmen wirklich wichtig, denn laut bayerischer Verfassung muss ja jedes unternehmerische Tun der Mehrung des Gemeinwohls dienen. Okay, und war dein Vorbild dann auch Christian Felber, der Gründer quasi der Gemeinwohlökonomie? Also ich fand es wirklich sehr interessant oder finde es nach wie vor sehr interessant, was der Christian Felber so macht. Er ist ja einerseits politisch aktiv, andererseits ist er auch einfach ein Ökonom. Ich habe auch Wirtschaft studiert und ich fand einfach diese Ideen über dieses Wirtschaften, was man so an der Uni lernt, hinauszugehen und dann nochmal eine ganz eigene Richtung zu entwerfen, immer total spannend und kann das auch gut nachvollziehen und finde es richtig. Und gerade Unternehmen können einfach, wenn sie anders wirtschaften, als nur dem Diktat der Gewinnmaximierung zu unterliegen, wirklich einen großen Einfluss und einen sehr positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.